Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Metro 2033. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, wie schon gesagt, Metro 2033. Wir werden nicht laden. Ich habe schon mal eine ganze Aufnahme verkackt. Da habe ich schon gespielt, alles verschissen, weil der Sound natürlich zu laut war. Wir werden jetzt ein Spiel starten und es geht los. Ja. Wir spielen auf normal. Die Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Mille und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Ja, und fortfahren. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Ah, ah! Danke. Ja. Ja. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. So aus. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. So. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Meine. Hi. Okay, auf nach oben. Ja, ich bin ein bisschen krank. Mhm. Anscheinend keiner zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, müssen wir die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du sehr schön wie ein Fisch auf dem Trocken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Lade deine Waffe. Hab ich schon. Da kommen sie. Stirb. Okay, das doch. Oh, verdammt, da kommen wir mehr. Stirb. Sechs weh. Die 13 haben nicht gewesen, ja. Wir können nur drücken, das ist kein Unterschied jetzt so. Na komm, ich mach mal mit. Und drück Atem!
Ja, und auf jeden Fall ich hin. Raus hier! So. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Schön. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Hey, Ende. Du bist da hinten. Ich bin hier vorne. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Ja, ich bin schon da. Da kommen sie. Ah, und da sind sie. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Ja, anscheinend sind es härter als in der Bibliothek. Scheiße! Feuer frei! Oh Gott, oh Gott. Egal, einfach reinziehen. Verdammt! Oh, Mist! Oh, oh Gott, jetzt bin ich. Dämonen! Guck mal, Flattermäuse. Das. 8 Tage Feuer. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Das werden wir gleich herausfinden. New York. Häuser. Ne, Venedig. So. Das ist, glaube ich, auch Russland. Oh. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Alter, weißt du, wie lange ich jetzt noch wach war? Ich hab gestern übelst gekämpft, Junge. Gehen wir, Artyom. Oh Gott, was? Wo bin ich eigentlich? Alex,
Ja, Nikolai. Ich bin verschlafen. Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Sergei! Hallo, habt ihr meine Sergei gesehen? Mami, müssen wir noch lange? Ja, musst du! Das Krankenhaus ist voll. So. Ich verstehe, aber bleiben Sie ruhig. Viele wollen die Station verlassen. So wie es hier aussieht, noch Schulgang verlassen. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Ja, boah. Ist tot. Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Gut Deutsch. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Gehen wir, Artyom. Waren es die Schwarzen? Ich verstehe, aber bleiben Was Sie ist ruhig. Das? Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Petro. Wie viel? Ah, du bist es. Keiner sagt es. Die wollen mir nichts sagen. Ich weiß Komm nicht, rein, Alex. Was ich tun soll. Hallo, Artyom. Wie geht es den Verwundeten? Na, wie geht's dir so? Keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Ui. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zu... Dir geht's gut, oder? Ja, dir scheint's gut zu gehen. So, wo liegt noch welche? Ja, der sieht ohne gerade noch so gesund aus. Ich kann ihn nicht ausmachen, weil so ein schönes ohne aus. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein, bleiben Sie von Alles mir raus, weg. Mit dir. Wand. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Stasi. Motor, es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Hi. Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht so. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Oh, cool, danke. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen... Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von ob... Was war das? Scheiße, das hält... Ja, Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Ja, ich bekomme natürlich den Kleinkalt. Okay. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Wo sind die jetzt? Ich geh doch mal lieber weg. Der war tot. Oh Gott!